Ein Webinar, was im Prinzip die Technik weglässt und sagt, okay, wenn die Leute ein Problem haben damit, dann können sie ja fragen. Bin also immer offen für Fragen diesbezüglich. Und mache im Prinzip ein Webinar, was für die Menschen einfacher ist, auch zu verstehen. Nicht so viel Technik drin, nicht so dichte Präsentation. Und insofern ist das momentan etwas abgestrippt und vor allen Dingen nur auf einige wenige Geschäftsfelder eigentlich reduziert. Wir dann mal auch anfangen damit. Ich habe noch kurz eine Einführung in das ganze Thema Webinare, QR-Code im Webinar hier noch im Webinar enthalten. Das heißt, es gibt ein, zwei Folien mit Technik und dann gehen wir eigentlich in die Anwendungsfälle. Sie sagen, Sie haben schon mal mit freien Encodern das ausprobiert. Sie möchten mehr Hintergrundinformationen. Gut, müssen wir schauen. Da ist vielleicht das andere Anwenderwebinar, was ich bis dato hatte, vielleicht das bessere Webinar gewesen für Sie. Das Webinar vielleicht, was mehr technischen Hintergrund bietet. Von der Historie her ist QR-Code ein zweidimensionaler Code, das ist lizenzfrei. Ist in der Regel quadratisch. Es gibt verschiedene Formate. Ich stelle jetzt hier der Einfachheit halber nur eins vor. In den früheren Webinaren habe ich mehr Zeit mehr dafür genommen. Sieht so aus, dass im Grunde genommen in diesem quadratischen Kästchen Pixelmuster enthalten ist, wobei einige Informationen bedeutend sind. Die Ausrichtung, das ist die Position. Dann Informationen zur Synchronisation. Man kann meine Maus nicht sehen. Das muss ich ja. Also zur Orientierung, diese drei hier, Ausrichtung. Dann zur Synchronisation dieser Teil. Dann der blaue Teil hier. Versionsinformation ist hier und dort abgelegt. Und das Format. Also ist es QR-Code 1, Model 1 QR-Code oder eben 2005 oder es gibt auch andere Formate noch, die sind dort abgelegt. So, und dann muss man nur noch darauf achten, eigentlich, es gibt vier Fehlerkorrekturebenen, um die Daten vielleicht wiederherzustellen, falls der Code in seinem Print zum Beispiel beschädigt ist, 7, 15, 25 und 30% Wiederherstellungsfähigkeit, so viel kann vom Code zerstört sein, um ihn wiederherzustellen. Das bedeutet, ein Logo setzt man sinnvollerweise in die Mitte. Das gibt es. Ich habe in dem anderen Webinar darauf hingewiesen und auch Links bereitgestellt. In diesem geschieht das jetzt nicht. Wenn Sie ein Logo platzieren, arbeiten Sie gleich mit hohen Wiederherstellungsraten, 25 oder 30%. Das ist eigentlich das, was man empfehlen kann. Gut. Dieses Webinar richtet sich an KMUs, an Leute, die QR-Code produzieren wollen, nicht den Nutzer, der einfach nur scannend in der Gegend rumläuft und guckt, was er vor seine Linse kriegt. Wir unterhalten uns über unchiffrierte Informationen. Wir unterhalten uns über alles, was mit einem Handy, mit einem Scanner leicht verarbeitbar ist. Wir unterhalten uns über die zuverlässige Bedienung, die ich für einen Kunden bereitstellen möchte. Und wir unterhalten uns eigentlich darum, die vertrieblich oder marketingmäßig vor allen Dingen zu unterstützen. Und das geschieht typischerweise, man scannt den Code, man geht her, macht das mit dem Handy zum Beispiel. Die Handy können heute mit 5 oder 3 Megapixel Auflösung schon ganz vernünftig so einen QR-Code verarbeiten. In der Regel hat man das Verhältnis von 5 Megapixel des Handys, mit dem Bildausschnitt sind es nur noch 1 Megapixel etwa und etwa 100.000 Bildpunkte auf dem Druck. Das bedeutet, ich habe ein Verhältnis von 1 zu 10 zwischen der Auflösung des Bereichs im Handy und dem, was ich gedruckt habe. Das ist schon ganz vernünftig. Und dann habe ich diesen QR-Code im Handy und das Handy setzt den eigentlich um. Es geht her und interpretiert den QR-Code und verarbeitet ihn auch. Manchmal werde ich gefragt,
Manchmal werde ich nicht gefragt. Das ist unterschiedlich. Hier in dem Falle ist es ein Link gewesen, der direkt in eine Website auf dem Handy geht und diese Website aufruft. Und letztendlich kann ich über die Synchronisation des Links mit meinem mobilen Telefon und meinem PC oder MacBook oder so etwas, diese URL auch dauerhaft speichern, die ich dort aufgenommen habe, wenn ich das denn möchte. Hierbei muss man Folgendes sagen, ich will, geht es auch mit dem PC oder mit einer Cam? Natürlich geht es auch mit einem PC und einer Cam. Man muss sich dann dort die entsprechende Software besorgen, die das auf dem PC oder auf dem MacBook oder so etwas mit einer Cam kann oder mit einem Scanner kann. Sie können im Prinzip ein Kassensystem damit aufbauen, wenn Sie wollen, indem Sie eine Webcam haben und dann einen PC und dann eigentlich ein Kassensystem. Wir kommen noch auch zu dieser Idee, diesen Teil dieses Webinars nicht so sehr, ist eines nächsten eigentlich, wo ich für einen ganz, ganz kleinen KMU Teilidentifikation mit Preisen und so weiter für ein selbstgemachtes Kassensystem eigentlich so ein bisschen andiskutieren möchte. Wichtig ist, dass die Verbreitung dieses QR-Codes heute kommt durch Mobiltelefone. Der QR-Code, den gibt es schon lange, nicht? Ich meine, den gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre und im Grunde genommen hat man ihn lange nicht verwandt, weil im Grunde genommen die mobile Erfassung nicht so mit Geräten unterstützt war. Aber das ist jetzt der Fall. Seit die mobilen Telefone so 3 Megapixel-Kameraauflösung haben, funktioniert das ganz gut. Und ich empfehle Ihnen, sich mal diese Faustformeln auf der zweiten, dritten Folie der Präsentation, die früher gelaufen ist, die Anwenderpräsentation, sich anzusehen. Dort sind ein paar Faustformeln hinterlegt, was das ganze Scannen und die Auflösung angeht, wie groß das Bild sein muss, was Sie hinterher irgendwo drucken, damit Sie es aus einem bestimmten Abstand her und so auch noch vernünftig verarbeiten können. Das muss man sich mal angucken. Wichtig ist, was hier auch was bei dem Anwenderseminar auch gesagt worden ist, Sie müssen ein bisschen aufpassen beim QR-Code. Warum? Dieser Übergang hier vom Scannen in die Ausführung bei einem Mobiltelefon ist ein Problem. Weil, wenn Sie hier zum Beispiel einen QR-Code als SMS oder als Telefonnummer scannen und Ihr Mobiltelefon ist übereifrig und wählt gleich oder verschickt diese SMS gleich, dann kann das ein Fake sein. Das bedeutet, es kann Ihnen passieren, dass damit etwas Gebührenpflichtiges ausgelöst wird. Genauso kann es Ihnen passieren, wenn Sie einen QR-Code anbieten und jemand fälscht ihn auf einem Plakat und missbraucht ihn. Dann wird der Kunde Sie fragen, sag mal, was hast du mir für einen QR-Code geliefert? Man muss also ein bisschen vorsichtig sein, wo man QR-Code einsetzt, weil je nach Endgerät wird das direkt ausgeführt und gar nicht erst der Benutzer befragt, willst du wirklich diese Nummer wählen oder willst du wirklich diese SMS verschicken? Und das kann ein Problem sein, oder? Das kann man auch nicht kontrollieren, weil man nicht weiß, was der Anwender hinterher für ein Endgerät hat und mit welchem Reader er sich versieht. Deswegen muss man so ein bisschen Vorkehrungen treffen, an der Stelle, nämlich den QR-Code auch nur sparsam einzusetzen und nur dort, wo er Sinn macht und nicht erst in rauen Mengen. Und dann ist auch vielleicht der Missbrauch eine Möglichkeit. Gut. Wichtig ist für einen Geschäftsmann, sich zu überlegen, ob ich ihn selber nutzen soll, wo verwende ich meinen QR-Code und ich sollte eigentlich einen wohl definierten Geschäftsfall haben. Und auch so diese Transformation sollte wohl definiert sein. Wie komme ich denn mit meinem QR-Code an das eigentliche Ziel, an das, was ich eigentlich bewirken will damit? Also, wie? Mit dem QR-Code, also als Mittel und was mit ihm, nämlich was ist das Unternehmensziel eigentlich, dass ich entweder direkt oder eben indirekt damit erreichen möchte. Wenn ich ich habe einen Briefbogen, schicke eine Rechnung, das ist ein neuer Kunde, damit er meine Adresse nicht eingeben muss, hat er einen QR-Code mit in meinem Briefpapier. Dann kann er das scannen, kann das in seinem Handy übernehmen als Kontaktinformationen mit der Synchronisation seines Handys, geht das
in seine Adressdatenbasis. Ich komme zu der Frage gleich nach, Entschuldigung. Und damit hat er einen Komfort, wenn er in der Lage ist, diese Mittel so zu beherrschen, wenn das so erlaubt ist im Unternehmen. Zumindest habe ich den Vorteil, dass er meine Adresse so verarbeitet, wie ich es mal vorgesehen hatte. Mit allen Umlauten, mit der richtigen Groß- und Kleinschreibung, etc. etc. Die Adresse, die Telefonnummer richtig verwandt und so weiter und so fort. Das sind solche Effekte. Ich kann ihm auch ein Produkt verkaufen über einen QR-Code, in dem er auf meine Website geführt wird und über diese Website dann letztendlich diesen Produktkauf realisieren kann. Und da werde ich jetzt gleich noch ein Video zeigen zu diesem Thema. Jetzt aber zur Frage manipulieren. Den Code selber nicht, so ohne weiteres. Aber ihn kann jemand ja über Ihr Plakat einfach dünn einen anderen QR-Code drüber kleben. Was machen Sie dann? Das sieht der nicht, der den scannt. Der achtet nicht drauf. Der scannt das Ding, sagt, oh klasse, toll, zu der Veranstaltung wollte ich immer gehen. Da hat er das Plakat gefunden. Und den Link für die Buchung habe ich auch gleich dabei. Klasse, toll, buche ich doch gleich. Er kauft aber etwas anderes, nämlich nicht diese Veranstaltung, sondern etwas, was gefaked ist vielleicht. Das heißt, Sie müssen schon noch Hürden einbauen in der Art und Weise, wie Sie das Geschäft tätigen, wenn Sie darüber etwas Geschäftsrelevantes tun, dass man auch sicher ist, dass das wirklich Ihre Website ist und dass dort auch das richtige Produkt gekauft wird. Da muss man vorsichtig sein, weil den Code, wie gesagt, selber manipulieren nicht, aber man kann es überkleben mit einem anderen Code und dann wird einfach was anderes ausgelöst. Entweder ganz billig eine SMS verschickt an irgendeinen russischen SMS-Anbieter, der ja dann 10 Euro nimmt pro SMS oder sowas, oder eben einen Anruf getätigt, irgendeine gebührenpflichtige Telefonnummer, wo dahinter nur ein Counter tickt und sagt, okay, 5 Euro als Einheit weg. Nicht? Der 5-Euro-Tarif hat dafür. Das kommt erst auf. Das ist noch nicht so weit. Aber das kommt. Und es wird auch, je nachdem, bei den Readern diejenigen Geräte geben, die bei sowas grundsätzlich nachfragen. Es gibt diejenigen, das habe ich auch schon erlebt, die füllen direkt aus. Die schicken die SMS sofort. Und das ist böse. Und das ist dann auch böse für Sie, wenn jemand Ihr Plakat oder Ihre Publikation fälscht, indem er etwas drüber klebt. Und da muss man dann denken ein bisschen. Und vielleicht muss man sich mit einem Disclaimer schützen. Ich habe das bei dem anderen Webinar, habe ich ein Disclaimer als Beispiel dabei, wo man sagt, dass wir eigentlich nur OLS auf unsere Seite publizieren als QR-Code und nichts anderes. Und das sollte man auch da unten drunter mit runterschreiben unter dem QR-Code als Text, dass wir produzieren nur per QR-Code nur den direkten Link auf unsere Seite, nirgendwo anders hin. Und unser Bezahlsystem ist zum Beispiel, wenn Sie direkt einkaufen wollen, können Sie daran sauber erkennen. Irgend so etwas. Also ich bin jetzt kein Rechtsanwalt und so weiter, sondern eher ein Techniker und ein Unternehmensberater. Aber ein Disclaimer muss an dieser Stelle vielleicht dabei, damit Sie sich selber auch gegenüber Ihren Kunden absichern können, für den Fall, dass die unzufrieden sind durch so einen Missbrauch, was in Zukunft durchaus passieren kann. Das ist nicht auszuschließen. Gut. Warum QR-Code? Also, er ist ein Mittel, ein Transporteur. Nur selten ist der QR-Code der Träger der Informationen, um die es letztendlich geht. Ja. Und ich will eigentlich jetzt, wir sind immer nur noch zu zweit, trotzdem mal kurz ein Video laufen lassen zu einigen Dingen, die an der Stelle interessant sind. Mal gucken. So. Genau, dieses Video will ich laufen lassen. Ich hoffe, das ist vom Ton gut. Ja, müsste gehen. Virtuelle Filiale. Nach dem Vorbild Tesco in Korea haben wir mit easycosmetic.de eine virtuelle Filiale am Frankfurter Hauptbahnhof getestet. Dabei wurde ein Plakat mit besonders günstigen Bestsellern aufgehängt. Dank unseren Shopping-QR-Codes konnten Smartphone-User ein Produkt scannen, bezahlen und bestellen. Sekundenschnell. Schon in den ersten 4 Tagen wurden über 700 QR-Codes gescannt.
25% davon haben eine zusätzliche Bestellung generiert. Window Shopping. Mit Snipes, einem der führenden Streetwear-Shops in Deutschland, kombiniert ShopGate Schaufenster mit Mobile Shopping. Dank unserer Scan-and-Buy-Technologie konnten Passanten auch sonntags und nachts direkt aus den Snipes-Schaufenstern bestellen. 15 zusätzliche Produkte werden durch diese einfache Anwendung jeden Tag verkauft. Gut, also man sieht, dass hier der QR-Code eigentlich der Transporteur ist auf eine Website, über die dann hinterher der Kauf getätigt wird. Aber die Produktidentifikation kommt unter Umständen beim Scan eben mit. Also ich weiß dieses Produkt und dann regelt eigentlich eine Website, über die ich dann den Verkauf letztendlich tätigen kann und die auch eine sichere Übertragung haben kann, den Rest. Aber bis dahin ist der QR-Code eben das Mittel, einen auf die richtige Seite mit der richtigen Produktidentifikation zu führen. Das ist, wenn man solche eine Transformation hat, dann ist das ganz klar definiert, was ist der QR-Code, was macht er eigentlich nur und was macht er nicht. Es gibt andere Möglichkeiten, wo der QR-Code Träger der Information ist und wir kommen eigentlich da jetzt auch hin. Was von diesen Anwendungsfällen, die wir bearbeiten, werde ich jetzt hier tun. Das sind nämlich alle fettgedruckten. Also Unternehmens- und Personeninformationen auf Geschäftsdokumenten, Zusatzinformationen auf Etiketten, Identifikation von Personen auf Veranstaltungen und Bereitstellung von Internetverweisen auf Printmedien. Das sind so die wesentlichen Anwendungsfälle, über die ich jetzt den Rest der Zeit eigentlich, wo ich darauf eingehen möchte. Alle anderen kommen in einer Mixtur in den nächsten 4, 5 Webinaren in irgendeiner Form dran. Ja, ich schicke per E-Mail auch immer die älteren Veranstaltungen schon mit. Insofern kriegt man im Prinzip, kriegen Sie auch eben für die zukünftigen Veranstaltungen eigentlich die Information und eben auch die Unterlage, das Manuskript immer wieder mitgeschickt. Ja, es sei denn, Sie wollen es definitiv nicht, dann antworten Sie mir einfach, sagen, hey, ich will das nicht. Aber ansonsten sind Sie jetzt auf einer Liste, wo ich Sie aufnehme und würde Sie weiter informieren. Ich mülle Sie nicht zu mit Informationen, aber die Informationen über die Webinare und was so ein bisschen an Materialien mitkommt und so weiter und so fort und ein bisschen Werbematerial zu Medias Res, das kennen halt mit. Gut, Komfortinformationen für den Kunden wären zum Beispiel Geschäftsdokumente, wo Sie Ihre V-Card mitgeben. Ich habe das oben mal gemacht. Für meinen Geschäftsbrief, das ist der Kopf, hier ist die V-Card, hier ist dann die Kundenadresse und so weiter und so fort. Ich bin einfach hergegangen, www.goqr.me. In dem alten Webinar findet man jede Menge anderer Links, die ich dort bereitgestellt habe, auf der entsprechenden Seite, über die Sie auch gehen können. Das habe ich diesmal nicht gemacht, habe mir nur einen rausgegriffen. Die hat eine sehr einfache, ohne Werbung gestaltete Website, wo ich einfach QR-Code projizieren kann. Fertig. Ich gebe über einen Dialog www.goqr.me die Daten ein. Sollte mir überlegen, ob ich hier im Prinzip welchen Error Correction Code ich brauche. Sollte mir überlegen, ob ich vielleicht noch automatisch einen Rand mit um meinen QR-Code erzeugen lasse. Dann habe ich es vielleicht leichter bei der Einbettung in ein Dokument und muss nicht noch für ein zusätzliches Element sorgen, dass es dann macht und fein ist. Die richtige Größe einstellen, wie ich sie brauche. Ein Pixel, kann man mitspielen, ausprobieren, mal testen, wenn es gut geht. Okay, fein. Eine Berechnung findet man im Grunde mit dem alten Webinar. Darauf habe ich hier verzichtet. Das ist, glaube ich, eine Sache, die, so wie ich sie jetzt einschätze, die wir jetzt nicht ausprobieren müssen. Die ist wahrscheinlich einfach gemacht. Dann Identifikation von Personen auf Veranstaltungen. Was ich gemacht habe, ist mal ein QR-Code mir einfach auf gleichem Wege erzeugt und einfach solche Karte produziert oder auch eine solche Karte. Ich habe es hier auch im Bild abgelegt
Oh, das ist, ich muss euch vor die Kamera finden. Diese solche eine Karte, die Sie an jeden Teilnehmer ausgeben können. Und da haben Sie eine die V-Card in Kleinform drauf. Nur Name, Titel, Firma, Telefonnummer, E-Mail, das war's. Möglichst wenig Informationen, damit der QR-Code nicht zu dicht wird, damit er einfach gescannt werden kann. Er ist schön groß abgebildet auf der Karte. Ich habe es hier in eine der Karten mal mit reingebracht ins Bild unten. Und wenn Sie sagen, okay, liebe Teilnehmer, Sie haben alle Ihren Namen, Adresse und so weiter und Ihren QR-Code auf Ihrem Revers hier auf dem Teilnehmerschild, der ist gedacht dafür, dass Sie mit Ihrem Handy mit entsprechend abscannen können. Und wir etablieren das hier. Das heißt, es ist erlaubt, sich mit jemandem zu unterhalten, vielleicht den Code zu scannen und vielleicht mit ihm gleich direkt über das Handy einen Termin zu vereinbaren. Sie haben den Teilnehmer, Sie können im Prinzip den QR-Code sofort in haben Sie in der Kontaktbasis. Sie können direkt in Ihren Kalender kurz gehen, den Termin wählen und den, mit dem Sie gerade gescannt haben, einladen und können ihn direkt verwenden für den Event. Sehr praktisch. Ich muss es nicht hinterher tun, ich mache es jetzt. Ich kann noch einen kleinen Kommentar beischreiben, wo ich vielleicht noch irgendwo eine Empfehlung für mich selber ablege, etwas später mit diesem Kontakt zu tun. Damit bin ich sehr effizient. In der Art und Weise, wie ich mit diesem Kontakt umgehen kann, wie ich ihn verarbeiten kann und ich muss nichts aufheben, ich muss nichts auf seine Visitenkarte draufschreiben, brauche ich alles nicht, habe ich jetzt erst schon mal schnell erledigt. Und das ist bei Veranstaltungen, wo es darum geht, Leute kennenzulernen, ist das eine gute Sache. Das ist eine der Wege, so etwas Gutes zu tun. Und die Produktion solcher Visitenkarten oder solcher Karten selber, da bieten wir über mein Leben in Medias Res Word an für den Druck von Etiketten. Zum Beispiel solcher Etiketten, die den QR-Code dort enthalten. Da komme ich später noch zu. Bereitstellung auf Internet, von Internetverweisen auf Printmedien. Wir haben vorhin das von ShopGate das Video gesehen. Ich wollte keine Werbung für ShopGate machen, aber es zeigt sehr einprägsam im Grunde genommen, wie man über QR-Code auf eine Internetseite kommt und dann Informationen anbieten kann. Hier waren es Verkaufsinformationen, woanders sind es Informationen einfach über Produkte. Man will einfach nur, dass derjenige den Link mitnimmt und man kann sich überlegen, dass man überall, wo man in Printmedien eben seine Firma platziert, auch einen Ansprechpartner als V-Card oder eben einen Link auf die Seite, wo Kontaktinformationen, Vertriebsinformationen, Produktinformationen sind, darauf einfach direkt zu verlinken. Und das macht Sinn, meines Erachtens nach, und dort mit dem QR-Code zu verwenden. Wie gesagt, entsprechende Disclaimer, entsprechende Hinweise, dass eben vielleicht QR-Code auch gefälscht werden kann. Sieht nicht gut aus, aber ich weiß, man muss irgendwie von einem Mittelweg finden. Noch sind Fälschungen an der Stelle oder Fakes an dieser Stelle nicht so üblich. Aber wenn sie dann üblich werden, sollte man nicht unter den ersten sein. Das ist der Punkt, oder? Wichtig ist hier, worauf muss man achten? Wie gesagt, nochmal so ein bisschen die Größe. Wenn Sie scannen wollen auf eine größere Distanz hin, sollte der Code auch entsprechend groß sein. Sie sollten ihn groß produzieren, er soll scharf sein. Er sollte nicht durch die Vergrößerung dann verwaschen sein, ausgefranst an den Kanten, sondern die sollten wirklich nicht mit Grautönen arbeiten, sondern wirklich nur schwarz und weiß oder Farbton und weiß. Fertig. Und das ist es. Und nicht das Grautöne wahrnehmen. Und die Kanten sollten nicht ausgefranst sein durch irgendwelche anderen grafischen Effekte. Da müssen Sie drauf achten. Und nehmen Sie dann einen besseren Error-Correction-Code, wenn es für ein Plakat ist oder für irgendein etwas, was sich veröffentlicht draußen, was draußen hängt, wo auch Regen rankommt und so weiter, wo Wellen drin sein können im Papier, dass einfach die Erkennung schnell und einfach geht. Die Idee ist, jemand geht vorbei und sagt, oh klasse, ich scanne geschwind und geht weiter und verarbeitet es später und nicht sofort. Das ist der Punkt. Und dann zahlt sich das auch aus. Derjenige nimmt die Information mit, ohne jetzt vor diesem Plakat verweilen zu müssen und weiter drauf gucken zu müssen. Gut, das hierzu. Etiketten.
ist ein Thema. Sie können, in dem anderen Webinar bin ich auf die verschiedenen Typen von Informationen eingegangen. Wir hatten V-Cards gehabt heute. V-Cards sind strukturierte Informationen. Das bedeutet, die Information sieht so aus, ich zeige Ihnen das gleich nochmal, dass dort Identifikatoren sind für die Information. Bei Etiketten braucht man das häufig nicht, weil es eh abgelesen wird. Und eine QR-Code ist allenfalls erleichtert, die Information einfach umfangreicher wahrzunehmen, wie die Etikette sie enthält. Also ich habe mehr Informationen vielleicht im QR-Code wie die Etikette. Dann muss ich ein bisschen was automatisieren noch. Wenn ich genau die Informationen, die ich auf der Etikette draufschreibe, auch in den QR-Code stecke, dann habe ich zumindest die Möglichkeit, das mit dem Gerät zu lesen und vielleicht nochmal weiter zu verarbeiten oder anders zu verarbeiten. Ich will kurz nochmal auf die Situation eingehen des strukturierten Dokuments. Ja. Das ist eine ganz normale V-Card. Sie hat eine Struktur. Es ist nicht ein beliebiger Text. Das ist strukturierte Information. So etwas sind V-Cards, URLs und so weiter. Eine URL hat ein Protokoll, also HTTP, hat einen Aufbau des Domainnamens und dann kommt vielleicht noch etwas, was sagt, wo ist das Dokument auf Ihrer Seite zu finden, was Sie laden wollen. Und genauso geht es hier bei einer V-Card, genauso ist es bei einer E-Mail, genauso ist es im Grunde genommen auch bei anderen Informationen. Die Informationen, über die ich jetzt hier rede, sind im Grunde genommen Informationen, die sind in Ihrem Unternehmen frei. Wenn Sie Identifikatoren haben, dann können Sie sie mit reinpacken. Was ich hier gemacht habe, ist schlicht und ergreifend über unser Word-Template einfach die Möglichkeit angeboten, dass man Informationen der oberen Zelle als QR-Code darunter mit ausgibt. Und das ganze Ding hier, dieser ganze Aspekt, ist eine Etikette. Und ich habe diese Etikette hier, ich habe sie ausgedruckt, habe sie heute Morgen ausgedruckt. Da sind sie. Ja, kommt so raus, glaube ich, kommt so raus. Da sind die Etiketten, die enthalten im Grunde genommen oben die Identifikation und unten den QR-Code. Ich habe eine normale Etikette genommen, wie ich sie verwende für Adressen und so weiter. Es gibt Unternehmen, die haben spezielle Etiketten und ich wende mich demnächst auch an die Etikettenhersteller mit unserer Lösung, einfach herzugehen zu sagen, hier könnt ihr das nicht gebrauchen. Das ist vielleicht praktisch für eure Kunden, wenn sie Etiketten machen, eben auch gleich die Informationen aus QR-Code noch mit zu produzieren. Und sie mit dem Handy zu lesen, um vielleicht besser zu lesen, ganz, ganz klein gedrucktes, vielleicht besser lesen zu können, es ist dann größer geschrieben auf dem Handy und so weiter und so fort. Solche Dinge zu tun. Wir können das Etikettenbeispiel zeigen, es gibt auch ein anderes Beispiel, was ich kurz zeigen würde, nämlich das Beispiel unseres Katalogs, das ist genauso einprägsam. Jetzt muss ich gucken, ist denn dieser Screenshare wieder da? Okay, das kommt jetzt noch nicht. Das ist runter. Genau, da kommt's. Das ist jetzt zum Beispiel ein Katalog, ist die gleiche Grundlage wie für den Etikettendruck. Ich habe einen Text, in dem Falle hier einen Link. Ich gebe ein Makro ein, das ist das Ctrl-Alt-Shift-R und er produziert mir den QR-Code. Und so kann ich natürlich sehr sicher diesen Code produzieren. Ja? Gleiches gilt für die Etikette. Das ist jetzt noch Office 2003. Ich will kurz das andere Dokument aufmachen. Das Etikettenprogramm, was ich Ihnen gegeben hatte. Sie selektieren den Text, geben den Code ein. Jetzt kommt diese Fehlermeldung. Warum? Die kommt deswegen, weil ich hier noch ein zu kleines Feld in der Tabelle gelassen habe, wo der Code komplett reinkommt. Der wird etwas größer produziert, wie das verbleibende Feld hier, was hier in der Tabelle hinterlegt ist.
Aber er würde den Code produzieren. Ich kann ihn auch nochmal rauslöschen. Dann habe ich ihn wieder rausgeschmissen. Ich gehe her und mache das Ganze nochmal. Und dann ist der Code dort erzeugt. Nicht die Tabelle selber, man sieht es ein bisschen. Sie umfasst im Prinzip diese beiden Felder. Und hier unten drunter ist die nächste Tabelle abgelegt, die wiederum zwei Felder fasst. Wenn ich jetzt hier was eintrage, irgendwie als Text, markiere dieses Feld. Und dann würde ich diesen Text drunter als QR-Code immer im Feld drunter produzieren. Das ist, so ist das Template gemacht. Damit könnte ich, das ist das natürlich für den betrieblichen Praxis, muss man da noch ein bisschen was dran tun, was Render angeht und so weiter. Aber letztendlich eine Möglichkeit zu zeigen, okay, es geht mit Word 2003, 2008, 2007, 2008, 10 und 11, geht es um QR-Codes zu produzieren. Das wollte ich einfach auch nur zeigen. Das ist ein Produkt von uns. Und wenn man sich ein bisschen auskennt mit der Office-Welt, dann weiß man, dass wir diesen QR-Code, diese Lösung auch einbetten in Excel, in PowerPoint, in Outlook und in Access. Das bedeutet, ich kann Datenbanken damit auch modifizieren, ausstatten. Ich kann über einen QR-Code in Access, über einen Trigger, ganz locker diesen QR-Code produzieren in einem Datenbankfeld, in ein binäres, großes Objekt, Large Object, oder ähnlich einbetten und Sie haben ihn dann für irgendwelche Reporting-Zwecke. Also betriebliche Lösungen an der Stelle gibt es ja viele. Die Anbindung ist nicht so kompliziert in der Regel. Manchmal gibt es Security-Probleme an der Stelle von Unternehmen, die dann Datenbanken haben, die besonders geschützt sind, wo man nicht so einfach mit MS Office-Produkten über ODBC darauf zugreifen darf. Ja, das gibt es. Aber dann gibt es betrieblich andere Lösungen, so etwas zu tun. Aber für einfachere Lösungen haben wir hier für MS Office die Einbettung von QR-Code in Ihre Dokumente. Das ist dann fest eingebettet als Makro und als VBA-Code und leistet das, was Sie brauchen. Ja? Ist ein Beispiel, so etwas zu tun, um eine höhere Bediensicherheit zu kriegen. Ja? Ein bisschen ein Ausblick, was werden wir in Zukunft tun? Natürlich weiterhin so ein bisschen das Thema Unternehmens- und Personeninformationen und Geschäftsdokumenten diskutieren. Dann das Thema Etiketten anders zu gestalten, etwas perfekter wie heute. Dann, wie statte ich Dokumente aus, wenn ich die ich drucke, die ich rausgebe und gleich beim Druck mit QR-Code versehe? Da ist dann Ihr Kürzel drin, das Datum des Versands drin, Identifikation für das Dokument, um es wiederzufinden und um Rückläufer auch schneller zu identifizieren. Das wäre etwas, was man damit machen kann. Und ein anderes Thema wäre, Sie haben Termine von Veranstaltungen und wollen im Grunde genommen mitgeben, den Eintrag gleich in einen Kalender für eine Veranstaltung. Dass man sich gleich einträgt, aha, das ist die Veranstaltung. Da muss ich noch vorher zur Kasse, muss man ein Ticket ziehen oder ich habe einen Link dabei, wo ich das direkt online kaufen kann und so weiter und so fort. Also bei einer ganz normalen Einladung zu einem Kalender, die Information, die da benötigt wird, noch über den Ort und Zusatzinformationen gleich mitzuliefern. Man hat es im Kalender, man kann ihn verwenden und wird natürlich dann auch aufmerksam mehrere Tage vorher, dass man vielleicht auch etwas tun muss mit diesem Termin. So, das wäre etwas, was wir dort tun werden. Wir haben einige Informationen bereitgestellt jetzt innerhalb dieses Webinars. Ich bin heute etwas schneller fertig wie sonst. Insofern kann ich natürlich auf Fragen eingehen. Sie können mich aber auch jederzeit direkt kontaktieren. Sie sind der einzige Teilnehmer heute. Das ist interessant, die anderen Webinare waren rappelvoll mit 20 Leuten bis dato. Es ist aber auch das erste Webinar jetzt über diese Geschäfts- und Anwendungsfälle. Und ich werde dieses Webinar wiederholen. Ich habe es heute zu spät vermarktet, muss ich dazu sagen. Zu spät begonnen, einfach meine ganzen Xing-Foren und so weiter zu kontaktieren. Ich war einfach die Woche jeden Tag
außer Haus von morgens um 5 bis abends um 10 oder so etwas und habe einfach an der Stelle nichts gemacht. Was kann ich noch zeigen? Ich habe noch ein paar Dinge, die man tun kann, aber ich wäre daran interessiert, ich schildere es, dass nicht der einzige Teilnehmer sind, dass Sie kurz noch so ein bisschen einbringen, was Fragen sind, die Sie haben, wo ich darauf eingehen kann. Vielleicht nicht diesen Rahmen des Webinars sprengen, sondern die mit dem anderen, mit dem älteren Webinar zu tun haben, dessen Informationen ich auch laden kann, um dann im Prinzip nochmal auf einige Dinge einzugehen. Da müssen Sie mir kurz in den Chat schreiben oder ich gebe Ihnen das Recht zu reden, dann können wir uns auch unterhalten. Sie sind jetzt, müssten jetzt in der Lage sein, auch selber reden zu können. So mache ich diesen Moderator. Genau. Weg. Ja, offensichtlich geht das jetzt nicht mehr. Herr Childers, haben Sie weitere Informationen? Sie haben keine Kamera und kein Mic. Okay, gut. Ja, hätte ich unten vielleicht auch sehen können. Das würde normalerweise angezeigt. Ich habe. Okay, ja, haben Sie Fragen? Schreiben Sie einfach. Formulieren Sie einfach Fragen an mich. Ich musste mehr dazu sagen, ich selber bin Unternehmer und ich verwende QR-Code, so wie ich es für meine unternehmerische Praxis brauche. Und eine der guten Ideen, die ich auch habe, ist zum Beispiel, auf meiner Webseite einen QR-Code gleich mitzuproduzieren. Und das ist unter Umständen für manchen interessant, der einen Link auf meine Website braucht, zum Beispiel bei In Medias Res, ein Buchautor, der sagt, okay, ich muss das nicht selber produzieren, der Ritz produziert mir das gleich mit. Und was ist nicht unpraktisch? Ist eine der Anwendungsfälle, die Sinn machen. Ich habe jetzt mal unsere Word-Anwendungsfälle gezeigt. Ich kann, Sie haben etwas. Genau, also Angebote oder Hinweise mit auf der Rechnung. Oder Last. Und LS steht für Lastschrift, oder? Das heißt, eins habe ich gezeigt, Sie produzieren den QR-Code für Lieferschein. Okay, ja, sorry. Sie produzieren den QR-Code für Ihr Rechnungsdokument. Das ist in der Regel bezogen auf Sie selber. Das kann man auch noch manuell produzieren, weil man dann ein Template eigentlich hat. Aber wir können auch mit unserem Word-Makro hergehen und können über Eigenschaftsfelder Ihres Templates Informationen aufnehmen, sodass jeder Ihrer Mitarbeiter, der eine Rechnung schreibt oder der etwas produziert, auch seinen eigenen QR-Code mitgibt, wenn er diese Eigenschaftsfelder in dem Template für sich ausfüllt. Zum Beispiel, sowas geht alles. Wenn Sie dann eine Rechnung erstellen, müssten Sie in der Regel etwas selektieren, Text oder so etwas, um den QR-Code zu produzieren. Und wenn Sie weiter automatisieren wollen, dann markieren Sie einen Text, von mir aus eine Identifikation zu einem Produkt. Okay, das heißt, entweder haben Sie die Information standardisiert und können sie als QR-Code standardisiert ablegen. Dann kommt das mit, dann haben Sie einen ganz konkreten QR-Code als Pattern da, um das abzulegen. Und den packen Sie bei. Oder es muss individuell sein zum Produkt. Dann muss man aus der Produkt-ID abgeleitet vielleicht oder der Produktbezeichnung über ein bisschen Automatisierung Ihres Rechnungsdokuments mit einer Datenbank, Access oder sowas vielleicht dahinter, den richtigen QR-Code holen, der dazu gehört. Ich weiß nicht, wie Ihr System organisiert ist, aber Sie können über den Text auf der Rechnung, Text, den Sie in den Eigenschaftsattributen eines Dokuments unterbringen. Ich will das kurz zeigen. Eigenschaftsattributen unterbringen. Oder Sie können über angebundene Datenbanken zum Beispiel oder Systeme,
diesen QR-Code anfordern, den Sie ja im Dokument identifizieren. Ich will es kurz zeigen. Jedes Dokument, also so ein Word-Dokument, hat in der Regel Dokumenteigenschaften. Jetzt muss ich wieder gucken, wo die eigentlich sind. Ich bin da auch nicht mehr so ganz. Ist das noch die 2003er Version? Ich habe hier mit Mac als System Options. Nee, nein, das ist irgendwie Eigenschaften hier. Das ist da. Über diese Dokumenteneigenschaften zum Beispiel könnten Sie gewisse Dinge auslesen. Und es gibt auch noch Eigenschaften, die weiter kundenspezifische Eigenschaften, diese hier. Über diese könnten Sie das Dokument befüllen, könnten Informationen einbringen und der QR-Code könnte sich daran orientieren. Das, was Sie hier über solche Eigenschaften, also wie ein Druckdatum zum Beispiel, das nehmen wir, wenn ein Dokument gedruckt wird, dann hängen wir uns an das Ereignis zum Drucken und produzieren dann den QR-Code. Oder wir können den QR-Code beim Öffnen eines Dokuments gleich produzieren, wenn hier in dem Dokument, in dem Template entsprechende Informationen enthalten sind. Oder wenn das Dokument geschlossen wird, können wir so etwas tun. Beim Drucken ist jedes Ereignis in Office-Dokumenten erlaubt es, Informationen aus solchen Feldern oder aus diesen Feldern hier in irgendeiner Form zu erzeugen. Das bedeutet, da sind im Grunde genommen der Fantasie wenig Grenzen gesetzt. Was wir typischerweise machen, ist, dass wir in unserem, ich habe das mit beigelegt zum Runterladen von InMedias Res, ein Flyer, gucken Sie mal auf die Homepage oder rufen Sie mich an, schicken Sie mir eine E-Mail, www.img.com. Nahezu an jedes Dokument in einem, was man in der Office-Welt kennt, können wir den QR-Code erzeugen. Und wir können ihn hernehmen aus Eigenschaftsfeldern, aus dem Text, der im Dokument ist. Was Sie machen ist, Sie nehmen Ihr Lieferscheindokument, Sie nehmen Ihr Rechnungsdokument, Sie schicken uns das als Template und sagen, ich will da den QR-Code haben und der besteht aus dieser Information. Und dann machen wir Ihnen das. Und das kann bedeuten, dass Sie ein sehr allgemeines Template haben, was Sie immer wieder verwenden können, wo wir nur einmal Hand anlegen müssen und die nächsten Jahre verwenden Sie das immer weiter und haben nie mehr Ärger damit. Sie passen das immer wieder an das, was Sie brauchen, gerade über solche Eigenschaftsfelder, weil Sie sie wiederverwenden. Dann müssen Sie natürlich Ihre Rechnung immer aus diesem Dokument erzeugen und Ihre Lieferschein immer aus diesem Template genau erzeugen, aber das ist kein Problem in der betrieblichen Praxis typischerweise. Und dann können Sie im Grunde genommen es immer wieder dynamisch erzeugen. Und deswegen haben wir das so gemacht. Oder? Sage KHK, bin ich jetzt überfragt. Ich bin nicht so der KMU-Mensch, der jetzt diese ganze KMU-Welt kennt. Müsste ich mich informieren. Gibt in der Regel eine Lösung. Unter Umständen gibt es auch die Lösung, dass ich mit Sage im Prinzip ein Word-Dokument produzieren vielleicht, ich weiß es nicht genau, oder auch ein PDF-Dokument würde auch gehen. Und dann bettet man diesen QR-Code dort mit ein. Also wir können auch in PDF QR-Code einbetten, das geht auch. Also, aber wichtig ist, man braucht Identifikatoren im Dokument, ausgrund dessen man den QR-Code macht, produziert. Und wenn Sage KHK Plugins hat, die man auch einbetten kann, dann geht es genauso. Also wir brauchen da keine besondere Technologie irgendwie. Es ist nicht schwierig, den QR-Code einzubetten in solche produktspezifischen Plugins. Wir haben es jetzt mal für Office gemacht, weil wir dachten, das trifft viele Leute, viele arbeiten mit Word-Dokumenten und wollen im Grunde genommen ein bisschen automatisieren. Natürlich. Also USA oder Europa spielt da nicht die Rolle. Es gibt zwar gewisse Formate, die im QR-Code eingebettet sind, da gibt es ein paar Unterschiede, aber es sei nicht. Das ist ein japanisches Produkt, eigentlich QR-Code, funktioniert eigentlich weltweit ohne Probleme. Also das USA dürfte kein Problem sein. Ich verwende diesen Enigma-Reader, also i-Enigma. Es gibt andere Reader, die sind auch gut, aber die Enigma-Leute sind im Grunde genommen, also ich schreibe es mal rein. Ah, okay, gut, kennen Sie.
Ich empfehle Ihnen aber genau wegen der Fakes, eben auch einen ganz normalen, einfachen Reader zu nehmen. Ich habe in dem anderen Vortrag, den Sie herunterladen können aus der Seminarankündigung, da sind zwei Decodely und noch ein Barcode heißt da, glaube ich, fürs iPhone, angegeben, die wirklich nur Text abbilden. Und dann sehen Sie, was Sie gescannt haben, wenn Sie noch nicht die Herkunft nicht genau wissen. Und dann können Sie gucken, okay, was ist da drin? Ist es okay für mich? Ja, okay. Okay, dann nehme ich den Komfort und scanne nochmal nach und habe im Grunde genommen dann den Link drin, aber ich weiß, der Link ist clean. Ist es wirklich ein Link und so. Also an der Stelle einfach ein bisschen selbst ein bisschen aufpassen, aber eben auch daran denken, dass die Kunden, gerade wenn sie QR-Code veröffentlichen, eben auch ihr Pain damit haben können. Und ansonsten können Sie mit unserer Lösung QR-Code natürlich locker wie solche Etiketten und andere Dinge verwenden. Das geht genauso gut. Vielleicht auch eine Lösung, vielleicht die produzieren mit KHK ihr ganz normales Dokument und kleben im Grunde genommen mit einfach eine Etikette drauf, mit den Zusatzinformationen an eine bestimmte Stelle. Ist auch eine Variante. Weiß ich nicht, ob das für Sie gut ist. Da müsste man telefonieren, da ist das die Weblösung hier einfach schlecht. Ist nicht das ganz das, was man braucht. Ja? Da müsste man einfach telefonieren. Ich bin in der Schweiz, ich bin aber auch in der Woche öfter in Deutschland. Da kann man leider besser diskutieren, wo Sie Ihren Pain haben, wo Sie was tun wollen und wie das dann aussehen muss, dass es passt. Ich bin, wie gesagt, Word-Anbindung ist möglich. Ja, dann können Sie es darüber doch machen. Dann können Sie es doch darüber produzieren. Und das ist dann wahrscheinlich einfach. Ich selber bin nicht der Entwickler von einem QR-Code im Office. Das ist ein Mitarbeiter von mir. Und der kennt sich sehr gut mit solchen Sachen aus. Und das ist derjenige, der auch diese Business Easy-Kontrakte von uns mitpflegt. Wir bieten so ein Paket an, 5 Stunden im Jahr zu 600 Franken oder sowas ähnliches. Und sie schicken uns einfach das Dokument, sagen, was sie haben wollen, und wir machen ihnen das und schicken es zurück. Und sie können dieses Kontingent ausreizen. Ich habe mich nicht auf Einzelaktivitäten festgelegt, sondern habe gesagt, okay, wir machen so ein kleines Kontingent für eine Werbeagentur, für eine Firma. Die haben nicht nur QR-Code in einem Dokument, die haben das in 3, 4 Dokumenten. Also haben wir einen Aufwand irgendwie von, und dann kommt vielleicht nochmal eine Überarbeitung ein paar Mal im Jahr. Also haben wir so einen Aufwand von 5, 6 Stunden irgendwo. Und damit pflegen wir das Unternehmen einfach und motivieren sie, sich gute Templates zu überlegen, die weitflächig ihre Bedarfe abdecken. Und dann ist es gut. Und das können Sie dann so lange verwenden, wie Sie es brauchen. So ist es gedacht eigentlich. Ich weiß nicht, ob Sie unsere Website an der Stelle kennen. Ich will sie Ihnen kurz noch zeigen. Dann haben Sie die Möglichkeit, sie ja, direkt drauf zu gucken. Oh, das ist irgendwie, guck mal, hier diese, da ist es wieder. Später. Ja, ich habe wegen dem QR-Code durch das erste QR-Code-Seminar bedingt eine Website mal gemacht, inmediasres.ch. Eigentlich für Buchshop gedacht. Man sieht, dass wir hier immer pro Seite einen QR-Code produzieren. Ist für die Autoren Lust ganz gut, die hier ihre Bücher haben. Dann haben Sie den QR-Code für Ihre Seite, für Ihr Buch gleich mitproduziert. Und was wir haben, sind solche Service-Pakete, wo Sie selber sehen können, ein bisschen, was wir da anbieten. So ein Office-Easy-Paket, ja, vielleicht reicht das. Wenn Sie das nicht brauchen, lasse ich mich auch darauf ein, ein einzelnes Template mal zu machen. Es war einfach gedacht, um es einfach zu gestalten. Wir sind eigentlich Berater, wir sind nicht diejenigen, die Kleinunternehmen mit Office-Lösungen versorgen. Das machen wir nicht, normalerweise nicht. Aber ich bin aufgrund der Webinare darauf gekommen, dass das für die Leute vielleicht interessant ist, und habe halt einfach gedacht, okay, es ist in Ordnung, wenn man so etwas anbietet. Das ist vielleicht eine vernünftige Produktidee.
So, gut. Von meiner Seite aus bin ich im Grunde genommen durch. Das ist diesmal entspannter. Das andere Webinar war richtig rappelvoll mit Informationen. Da musste man sich beeilen. Hier haben wir es etwas entspannter. Tja, wie gesagt, helfe Ihnen gerne. Ist diesmal auch mehr wie das andere Webinar eine Mixtur aus ein bisschen Eigenwerbung und ein bisschen Ideen liefern.